EU-Polizei und Militärtruppe probt den Bürgerkrieg in Deutschland. Der Bundestagsabgeordnete der Partei Die Linke, André Hunko, beschreibt in einem Gastbeitrag in der Zeitung Junge Welt ein bedrohliches Szenario. Abgeschirmt von der Öffentlichkeit haben im April 2016 europäische Polizei- und Militäreinheiten der European Union Police Services Trainings eine Großübung im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen mit rund 600 Polizisten und Militärangehörigen durchgeführt. Inhalt der Übung: Niederschlagung von Unruhen und Bürgerkriegsszenarien. Im April 2016 waren in Nordrhein-Westfalen auch Söldnertruppen aus der Türkei, Tunesien und Kamerun beteiligt, finanziert durch die EU. Hunkos Sorge besteht darin, dass durch eine militarisierte Gendarmerie die bisherige Trennung von Polizei und Militär durch die Hintertür aufgehoben werde. Die gemeinsamen Trainings sind also eine Militarisierung der Polizei. Das ist höchst besorgniserregend und verstößt in Deutschland gegen das Gebot der Trennung von Polizei und Militär. Ich vermute auch, dass die Veranstaltungen eher zur Brutalisierung als zur Deeskalation der Polizeiarbeit beitragen. Was haben die EU-Regenten vor, dass sie glauben, solche Schutzmechanismen gegen Bürgerunruhen aufbauen zu müssen? Schnörkersburg, Trainingszentrum der Bundeswehr für einen Bürgerkrieg? Die Flüchtlingsströme nach Deutschland und Österreich führen zu Zuständen, zu denen sich mittlerweile auch Lokalpolitiker und hohe Polizeivertreter drastisch äußern. Dazu drei repräsentative Stimmen. Österreichs Innenministerin Johanna Mikl-Leitner von der ÖVP sagte: Unsere Einsatzkräfte stellen fest, dass das Verhalten der Flüchtlinge emotionaler wird. Sie sind panisch. Man muss mit Gewalt rechnen. Rainer Wendt, der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, sagte: Unsere innere Ordnung ist in Gefahr. Wir stehen vor sozialen Unruhen. Jemand muss jetzt die Notbremse ziehen. Und der Passauer Landrat Franz Mayer von der CSU richtete folgende Forderung nach Berlin: Wir brauchen mehr Personal bei der Bundespolizei an der Grenze und auch die Bundeswehr sollte als Verstärkung zum Einsatz kommen. Man redet also nicht nur an Stammtischen offen über einen möglichen Bürgerkrieg in Deutschland. Was noch vor Jahren undenkbar war und sich nur im arabischen Raum und Nordafrika abzuspielen schien, steht nun vor unserer eigenen Haustür. Es ist dieselbe Handschrift, die im sogenannten arabischen Frühling jene Länder in Chaos und Anarchie gestürzt haben. Es ist eine von US-Thinktanks entwickelte Strategie. Durch Schüren von Unruhen bis zu Bürgerkriegen sollen alle Länder, die der monopolaren Weltordnung mit den USA als einziger Führungsmacht widerstehen, in die Knie gezwungen werden. Sehen Sie sich hierzu auch vergleichend die Rede des US-Globalstrategen George Friedman vom 4.2.2015 vor dem Chicago Council on Global Affairs an. Er beschreibt, dass Länder und Volksgruppen möglichst ohne direkte militärische Intervention der USA gegeneinander aufgestachelt werden sollen, damit sie sich gegenseitig schwächen. Diese Strategie wird gerade jetzt in Frankreich, Belgien, Deutschland und anderen Ländern in Europa gezielt umgesetzt. Und zwar mittels Unruhen, Terror und nicht zu bewältigenden Menschenmassen. Für die deutsche Bundeswehr ist ein Einsatz im Inneren folglich kein fiktives Szenario mehr. Für das Training zum Kampf in einer modernen Großstadt entsteht seit 2012 ein Gefechtsübungszentrum in Sachsen-Anhalt. Die Übungsstadt mit dem Namen Schnörkersburg verfügt nach der Fertigstellung über eine Autobahn, einen Bahnhof, einen Flugplatz, einen Fluss, eine U-Bahn-Linie mit drei Stationen, ein Industriegebiet, Wohnviertel mit Einfamilienhäusern, einen Hochhauskomplex, ein Elendsviertel, Verwaltungsgebäude, einen Friedhof, eine Schule, Apotheke, ein Hotel und ein Altstadtviertel mit verwinkelten Gassen und Parkplatz. Tagesschau.de kommentierte diese Pläne wie folgt: Die verschiedenen Stadtgebiete legen nahe, dass es hier nicht nur um die Heimatverteidigung, sondern vor allem um weltweite Einsätze gehen wird. Doch diese Interpretation ist fraglich, denn dem Aufbau liegt eindeutig eine europäische und nicht eine nahöstliche, afrikanische oder südamerikanische Stadtarchitektur zugrunde. Überlegen Sie anhand des Bauplans doch einmal selbst, welche Abschnitte des Übungszentrums Sie in Ihrer Stadt und Umgebung vorfinden. Der Verweis auf das sogenannte Elendsviertel selbst wirft eine weitere Frage auf.
Wie soll dieses Viertel überhaupt aussehen? Etwa ein Slum nach afrikanischem oder brasilianischem Vorbild oder eine Notunterkunft für Flüchtlinge mit Zelten und Containern? Das Gewaltpotenzial in diesen oft restlos überfüllten und chaotischen Flüchtlingsheimen ist bekannt. Zwar sollen die Bauarbeiten erst 2020 komplett abgeschlossen sein, doch schon spätestens 2017 jedoch kann in den Bauabschnitten der Altstadt geübt werden. In welchem Zustand wird sich Deutschland dann befinden? Das Chaos der Asylpolitik, die vielen ungelösten Fragen in der Innenpolitik können zu einem drohenden Staatsversagen führen und lassen ein Szenario immer realistischer werden. Bürgerkrieg. Dafür übt die Bundeswehr schon seit Oktober 2015 bei Tse'elim in Israel und bald auch hier in Deutschland in Schnöggersburg. Anhand dieser Einsätze zur Krisenbewältigung zeigt sich, dass die Bundeswehr schon längst als ein Instrument im orchestrierten Migrationschaos eingeplant ist. Die Frage ist, ob sich die Bevölkerung untereinander und auch gegen die Migranten so weit aufhetzen und instrumentalisieren lässt, dass sie den Ruf nach der Bundeswehr am Ende selbst tätigt. Damit es nicht dazu kommen muss, nutzen Sie jetzt die Gelegenheit zur flächendeckenden Aufklärung über die wahren Zusammenhänge. Noch nie waren die Menschen so bereit zu hören, zumal sie den Mainstream-Medien kaum noch Vertrauen schenken. Herzlich willkommen bei Klagemauer TV. Schön, dass wir Sie wieder auf unserem Kanal begrüßen dürfen. Die Stratfor-Rede Friedmans und die Deutschen. Die Stratfor-Rede von George Friedman hat inzwischen einen außerordentlichen Bekanntheitsgrad erlangt. Darum sprach sogar die stellvertretende Vorsitzende der Partei Die Linke, Sarah Wagenknecht, öffentlich darüber im Deutschen Bundestag. Interessant darin ist die Reaktion von CDU, SPD und den anderen Fraktionen. Kein Applaus, keine Bemerkungen, nur geschäftiges Desinteresse. Auch Bundeskanzlerin Merkel wirkte sichtlich gelangweilt. Dieser arrogante Umgang mit Andersdenkenden ist typisch und tief im System verankert. Wer das falsche Parteibuch hat oder an unliebsamen Themen baggert, wird entweder systematisch totgeschwiegen oder aggressiv bekämpft. Dasselbe gilt auch für hochrangige Skeptiker des menschengemachten Klimawandels oder den in Ungnade gefallenen syrischen Staatschef Assad. So offenbart sich die tief eingegrabene Selbstherrlichkeit unserer Regierungen und Institutionen hinsichtlich ihrer eigenen Anschauung und Interpretation der Weltlage. Darum ist jetzt auch die Stunde, in der wir solcherlei nicht mehr hinnehmen dürfen. In seiner berüchtigten Stratfor-Rede auf dem Chicago Council on Global Affairs spricht George Friedman ungefiltert seine Meinung zu der US-Interessenslage und ihren geopolitischen Interessen, speziell in Europa und Asien, aus. Stratfor ist eine Firma für globale Strategieberatung. Sie nimmt eine strategische Vordenkerrolle ein und berät die US-Regierung und Großkonzerne in Sachen strategischer Ausrichtung. Das Chicago Council on Global Affairs ist eine 1922 gegründete Plattform für Staatsführer und für andere Größen, wie zum Beispiel für die Lenker von Großkonzernen. Am 4.2.2015 nun spricht George Friedman in seiner Rede auch die einzige Bedrohung an, auf die die USA seit über 100 Jahren keine Antwort hätten: ein mögliches deutsch-russisches Bündnis. Die Hauptbefürchtung der USA ist, dass sich deutsches Kapital und deutsche Technologie mit russischen Rohstoffressourcen und russischer Arbeitskraft zu einer einzigartigen Kombination verbinden könnten, die die USA seit einem Jahrhundert zu verhindern suchen, so Friedman. Jedoch sei die Position Deutschlands unbestimmt und damit das größte Problem. Diese Unbekannte nennt er die deutsche Frage. Der deutsche Publizist Christoph Hörstel zieht aus den Enthüllungen Friedmans folgenden Schluss: mit der Politik und dem Jobverständnis Friedmans sei er nicht einverstanden. Doch für ihn habe Friedman etwas Beeindruckendes getan. Friedman habe zu Anfang seiner Rede im englischen Original in bewegenden Worten die Flucht, die er als Kleinkind mit dem Schlauchboot über die Donau unter Maschinengewehrfeuer erlebt hat, geschildert. Er habe sich als europäischen Juden bezeichnet und nicht als Amerikaner. Er selbst stammt aus Ungarn.
Die Rede ist die Rede eines Europäers. Sie ist stark an die europäische Adresse gerichtet und versteht sich wie ein Aufruf. Hey Leute, kommt aus dem Sessel. Die USA leisten sich auf eurem Gebiet Kriege, um euch kaputt zu machen. Das dürft ihr nicht dulden. So die Lesart der Friedman-Rede gemäß Christoph Hörstle. Das sei sein eigentlicher Appell auch an die Deutschen. Sehr verehrte Damen und Herren, wenn uns Deutschen gesagt wird, wir sollten mehr Verantwortung in der Welt übernehmen, wäre es dann nicht viel sinnvoller, sich über derartige Themen Gedanken zu machen und eindeutige Stellung zu beziehen? Viel mehr als unsere Verantwortung darin zu sehen, noch mehr Geld in Rüstung zu stecken, noch mehr Truppen zu entsenden, noch mehr Beitrag zu leisten, die Lage in gewissen Ländern zu destabilisieren? Machen wir uns doch einmal kollektiv hierüber Gedanken und sprechen mit unseren Politikern hierüber. Nur so können wir unseren Politikern auch zeigen, dass dies Themen sind, die nicht einfach arrogant totzuschweigen sind. Guten Abend. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.